Heute startet das 24-Stunden-Rennen von Dubai, der erste internationale Auftritt dieses Jahr. Das Team Car Collection tritt dieses Jahr mit zwei SLS an. Das eine ist Startnummer 5. Auf dem Auto fahren Heinz Schmersal, Patrick Kaiser, Ingo Vogler, Johannes Siegler und der Teamchef selber, Peter Schmidt. Und das andere Auto, Startnummer 27, ist besetzt mit Pierre Ehret, dem erfahrenen Langstreckenfahrer, mehrmals Le Mans schon gefahren, Tim Müller, Dirk Paarhofer, Jürgen Krebs und Norbert Pauls, der auch viel in der VLN unterwegs ist, auf einem Porsche, der jetzt halt auf dem SLS mal fährt. Aber das Besondere ist natürlich, ist jetzt das 10. Mal, die Jubiläumsauflage, deswegen auch das gewachsene Teilnehmerzahl, also 96 Autos sind jetzt am Start, hat es noch nie gegeben, wird auch extrem eng auf der Strecke, denke ich mal. Das ist halt die Krux dabei, sag ich mal, ohne Unfälle, gerade in Anfangsstunden ohne Berührung durchzukommen. Ziel ist es natürlich, mit beiden Autos unter die Top 15 zu kommen. Ich denke, das ist realistisch. Bei dem Starterfeld und alles Weitere muss man sehen. Wenn jetzt ein Treppchen in der AM-Kategorie rausspringt, wäre es natürlich umso schöner. Das 24-Stunden-Rennen von Dubai ist für mich das erste Rennen, das ich hier fahre. Überhaupt das erste Rennen auf 24 Stunden Langstrecke. Ich bin vorher ja immer Sprint gefahren und auch das erste Mal auf einem SLS. Für mich also alles komplettes Neuland und ein riesengroßes Abenteuer. Also erstmal, die Location ist ja schon gigantisch, ne? Also wenn man hier über die Strecke fährt, sieht man tatsächlich die Skyline von Dubai, was ja schon in sich ein sehr tolles Erlebnis ist. Dann das internationale Feeling, was es hier gibt. Ein extrem großes und breites Starterfeld. 96 Autos mit über 400 internationalen Fahrern. Was will man dazu mehr noch sagen? Mehr geht nicht.
hat alles problemlos verlaufen. Wir haben uns, sage ich mal, in der Top 15 schon befunden. Das war so relativ früh am Anfang des Rennen. Somit war unser Ziel, die Top 10 zu fahren, sage ich mal, möglich. Und leider hatte unser Fahrer Patrick Kaiser kurz vor seinem Boxenstopp in dem dritten Rennturn einen Unfall beim Überholen eines Kleinen. Und Missverständnis zwischen Klein und Groß, Komfort im Rennsport. Auto ist sehr stark beschädigt, irreparabel vor Ort. Und Patrick Kaiser war auch im Medical Center, hat sich aber glücklicherweise nicht wehgetan, außer, sag ich mal, Prellungen und so, die zwar schmerzhaft sind, aber zum Glück nicht lebensgefährlich. Die Nummer 27 war im Training, ich glaube, 4 Plätze hinter uns. Auto ist bislang, bis auf ein kleines Problem, auch sehr gut gelaufen. Das kleine Problem war ein defektes Radlager hinten rechts, kombiniert mit einem Achswellenschaden, was aber ein Folgeschaden war, auch eine vorhergegangene Berührung beim Überrunden. Wenn dies nicht gewesen wäre, wäre das Auto bislang problemlos gelaufen. Wir haben von 96 Fahrzeugen gesamt den 18. Platz gemacht und bei uns in der Klasse den 6. Also mehr als zufrieden und wie wir schon eingangs gesagt haben, vor 24 Stunden mein erstes Rennen auf dem SLS und mein erstes 24-Stunden-Rennen überhaupt und dann gleich wirklich angekommen und mit der Platzierung, wie ich sie eben schon genannt habe, wir sind müde, aber sehr zufrieden und es war ein wirklich geiles Erlebnis.